Willkommen zu einem neuen Video Dating über 35. Nehmt euch gerne eine Tasse Kaffee oder etwas anderes Leckeres zu trinken und sucht euch ein gemütliches Plätzchen und lasst uns über das Dating im mittleren Alter sprechen. Leider könnt ihr mir nicht direkt antworten, wie eure Erfahrungen sind, aber es wäre durchaus interessant, in den Kommentaren vielleicht ein paar Anekdoten zu hören oder was eure Erfahrungen sind. Da wäre ich doch sehr gespannt. Mein letztes Video war ja das Video, ist es naiv, an die Liebe zu glauben? Und da dachte ich mir, eigentlich würde es jetzt auch mal passen, wenn ich so ein bisschen über das Dating sprechen würde und die Erfahrung, weil der Titel kommt auch nicht von irgendwoher, also von dem letzten Video, ist es naiv, an die Liebe zu glauben. Der Titel kommt daher, weil es gab in meinem Leben schon durchaus Situationen, wo ich jemanden kennengelernt habe und dachte, ja, das fühlt sich gut an. Und dann merkt man doch relativ schnell, ups, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Deswegen dachte ich, ja, es wäre mal ganz interessant, über Dating-Erfahrungen zu sprechen. Auf das Video komme ich auch auf das Thema, weil ich für mich festgestellt habe, dass Dating mit über 35 und jetzt auch über 40 anders ist als in meinen 20ern. Und es ist zwar in dem Sinne anders, weil Überraschung. Wir haben alle Päckchen zu tragen. Ja, die einen sind schon größer, die anderen sind kleiner. Ja, aber es ist definitiv nicht mehr wie in den 20ern, wo wir jung, frisch, naiv, auf eine schöne Art und Weise naiv sind, ja, auch noch so an das Gute glauben. Ja, also wir sollten auch weiterhin an das Gute glauben, aber wir haben in der Regel einfach noch nicht viele Erfahrungen, weder total viele positive, aber auch keine sonderlich vielen schlechten Erfahrungen. Deswegen gehen wir sehr offen an alles ran. Also ich habe für mich festgestellt, ab 35 hört das auf. Also das kann ich definitiv so sagen. Wenn man sich dem selber nicht bewusst war, dann merkt man das spätestens, wenn man in den Kontakt geht mit dem anderen Geschlecht, dass man merkt, schon längere Beziehung, schon verheiratet gewesen, Kinder sind auch schon da. Ja, und man selber merkt, man hat auch, ja, wir haben alle Beziehungserfahrungen, mehr oder weniger, auch schon mal Trennungen erlebt, die nicht so witzig waren und vielleicht auch schon mal mit jemandem zusammengewohnt und wieder auseinandergezogen. Das ist auch eine Erfahrung, die ein bisschen mehr als an die Substanz geht, als im Studentenleben mit jemandem zusammen zu sein und dann zu sagen, ja, lass uns trennen, und dann trennt man sich und dann ist gut, aber man muss keine Haushalte auseinanderklüseln und auch nicht so sich unter Druck eine neue Wohnung suchen. Wenn man das einmal so durchgemacht hat, merkt man, dass man doch sehr stark auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist. Sehr bewegendes Thema, da muss ich gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Ich bin ja jetzt seit längerem Single, 4 Jahre, wobei das eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. Eigentlich stimmt es nicht, dass ich seit 4 Jahren Single bin. Aber ja, wie gesagt, anderes Thema. Aber im Prinzip bin ich doch seit längerem ohne richtige Partnerschaft und habe beschlossen gehabt, ich werde mich dem nicht total verschließen, ich werde offen bleiben, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und da hat für mich auch dazu gehört, diese Online-Dating-Plattform à la Tinder und Co. zu nutzen. Dazu kann ich sagen, diese Dating-Plattform als schwierig empfinde. Also ich kenne Paare, die so zusammengekommen sind und glücklich sind und heute verheiratet sind und ein Kind haben. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, für mich ist es schwierig, weil ich auch jemand bin, der, ja, wer vielleicht schon mal einen Blick auf den Kanal geworfen hat, spielt halt zum Beispiel Ängste eine Rolle. Ja, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sind auch Ängste normal. Also ich finde es mittlerweile schwierig,
einfach so einen fremden Mann zu treffen, den ich nicht kenne. Und ich denke mir so, dafür sind ja die Online-Plattformen eigentlich auch da, dass man sich erstmal online kennenlernt. Das erste sind die Bilder, ja, schön die Wegwischkultur, ja. Aber anderes Thema, naja, die Online-Plattformen sind da, man kann sich erstmal online kennenlernen. Und das möchte ich dann in der Regel auch. Also mir reichen die Bilder nicht. Ich möchte dann auch erstmal ein bisschen schreiben, paar grobe Eckpunkte abklopfen, ja, bringt ja nichts, wenn der eine noch 3 Kinder will und der andere nicht und der andere auf dem Land leben will und der andere aber in der Stadt. Solche Eckpunkte kann man einfach vorher schon mal ein bisschen abklären und im nächsten Schritt telefoniere ich gerne via Facecall, ja, also von Gesicht zu Gesicht. Und da habe ich doch festgestellt, das ist manchmal schon zu viel verlangt anscheinend, ja, also viele sind erstmal so, also viele wollen sich gleich treffen. Dazu kann ich sagen, das habe ich mir in meinen 20ern gemacht. Ja, also wenn ich irgendwo, da waren ja auch schon diese Online-Plattformen da, aber eher übers Internet, nicht jetzt diese Apps. Und ja, das war halt auch alles neu. Und dann hat man jemanden angeschrieben wegen den Bildern und hat der geantwortet. Und wenn dann ein Gespräch zustande kam, dann war ich auch damals sehr offen, sich auch relativ schnell zu treffen. Ich mir dachte, ja, sieht gut aus, wir schreiben, wir verstehen uns, warum nicht? Ja, aber ein paar Jahre älter, ein paar Erfahrungen mehr, ja, und vielleicht auch ein paar nicht so gute, wird man ein bisschen schlauer und vorsichtiger. Und deshalb schreibe ich gerne und telefoniere vorher gerne. Und fallen schon mal die ersten durchs Raster, denen das sowieso alles zu lange dauert, ne? Und dann, was mir auch aufgefallen ist, sind aber, glaube ich, auch so die Klassiker, ne? Man telefoniert dann mit, man schreibt vorher länger, ja, also da war einer, mit dem habe ich auch länger geschrieben, ja, dann haben wir telefoniert und, also wir haben bestimmt eine Stunde telefoniert und ich war so die, sogar diejenige, die es dann beendet hat und wir beenden es so und er so, naja, mal sehen, was wir als nächstes machen, telefonieren oder vielleicht treffen wir uns auch gleich. Ich so, ja, wie, also, ne, schauen wir einfach mal. Aber ich bin so ein Typ, ich bin dann schon sehr ehrlich eigentlich, ja, also ich sage das dann so, weil ich das auch so meine. Klar hat man das nicht immer im Griff, aber in der Regel schon, ne, und dann schreibe ich diesem Mann nächsten Tag, ja, das Gespräch ganz nett fand und wenn wir vielleicht nochmal telefonieren wollen und dann kommt so zurück, ja, bei mir ist kein Funke übergesprungen. Da denke ich mir halt mit, da war ich 40, da denke ich mir halt schon so, also bei wem springt in unserem Alter der Funke über wegen ein bisschen Schreiben und ein bisschen Telefonieren, ja? Also das kann vorkommen, aber ich habe jetzt mittlerweile auch so viel Lebenserfahrung, dass ich mir sage, nee, ist nett, wie wir können uns unterhalten und wir können ja uns kennenlernen und gucken, wo es hinführt, weil ich merke halt für mich oder beziehungsweise meine Erfahrung ist, eigentlich die schönste Beziehung ist entstanden, wo man sich kennengelernt hat und dann war man verliebt und dann ist es in langsamen Schritten vorwärts gegangen. Das war eigentlich, was am meisten Früchte beziehungstechnisch gebracht hat. Alles, wo so dieses Bling ist, ja, wo man sich sieht und dann ist da so ein Feuer dazwischen, aber es ist alles auch ein bisschen stockend oder so. Und der Typ meldet sich dann mal und mal nicht und dann eigentlich heißt es morgen treffen und dann doch nicht. Und aber trotzdem ist da so eine krasse Spannung. Da weiß ich mittlerweile für mich, ja, wenn ich sowas habe, das ist für mich eher ein Alarmsignal und ich lasse die Finger davon, weil bisher ist sowas in der Regel nicht gut geendet. Also ja, also meine Dating-Erfahrungen mit den Online-Plattformen sind nicht so berauschend. Ghosting, auch Klassiker, ne, wo dann gar nicht mehr reagiert wird. Und ja, also ich habe es eine Weile mal laufen lassen. Ich hab nicht einen getroffen. Ja, also das ist, und was halt auch so ein Punkt ist jetzt im Erwachsenenalter, Faktor Zeit, ja. Also in den 20ern hat man natürlich auch leichter jemanden getroffen, weil man hatte die Zeit. Man war zwar auch beschäftigt, aber nicht so wie im Erwachsenenalter. Und ich glaube, da können wir alle zustimmen, ne? Man hat eigentlich einen vollen Tag. Und auch deswegen trifft man nicht gleich wieder jemanden. Und ja, das macht es schwierig. Und ich bin mittlerweile auch da angekommen, dass ich mir wirklich ein Leben aufgebaut habe. Ich meine, Arbeit, Ronja, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Schrebergarten mit 500 Quadratmetern Haus. Ich mache diesen YouTube-Kanal. Das kostet alles Zeit, ja. Und ich
Früher konnte ich, da hatte ich irgendwie nicht so viel, ja, und da war ich auch schneller verfügbarer. Aber jetzt denke ich mir so, nee, also die Zeit, ich würde mich da auch langsam rantasten. Also ich würde halt nicht gerade einen großen Zeitblock jemand schenken und würde halt schon klarer kommunizieren, nee, das und das sind die Tage und die Uhrzeit, da könnte ich und mich nicht so krass in die Anpassung gehen, weil das habe ich nämlich früher extrem gemacht. Da bin ich eigentlich gesprungen. Ja, aber jetzt habe ich mein Leben und bin eigentlich ganz happy mit meinem Leben. Kann ich dann, ja, also ich habe ein erfülltes Leben und deswegen bin ich da auch nicht mehr so flexibel. Also das ist jetzt, was mir so einfällt. Eigentlich wollte ich das Ganze strukturierter machen, aber ich merke, so leicht ist das gar nicht. Also zusammenfassend kann ich wirklich nochmal sagen, das Dating mit über 35 und über 40, es ist halt, wir haben alle ein Leben, wir haben alle unsere Päckchen, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was wir nicht mehr wollen, wir sind auch nicht mehr so schnell offen. Kennenlernen ist dadurch auch schwierig, weil wir alle weniger Zeit haben. Dann, ne, manche Türen schließen sich automatisch. Also ich weiß halt jemand, jetzt aktuell würde ich keinen Mann daten, obwohl nicht, sollte man auch nicht sagen. Nee, das glaube ich Blödsinn. Ja, aber ich brauche halt keinen Mann daten, der sein Leben komplett in der Stadt zieht, ja, und der mit draußen sein überhaupt nichts anfangen kann. So, also so gar nichts. Oder mit meiner Hündin oder mit meinem Garten oder mit meinem Landleben. Also man wünscht sich ja einen Partner, mit dem man so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Ja. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass ich für mich das Dating beiseite schiebe. Dass diese Online-Dating-Plattform à la Tinder etc. nichts für mich sind, weil für mich ist der Zeitaufwand zu groß und es ist zu uneffektiv. Also ich habe das Gefühl, ich müsste wahrscheinlich 10 treffen, bis einer dabei ist und es muss noch nicht mal sein. Und also der Zeitaufwand ist mir zu groß. Ja, er ist mir zu groß. Wenn man sich immer wieder auf jemanden Neuen einlässt und weil ich jetzt doch ein bisschen mehr mir darüber bewusst bin, dass das. Ich habe zum Beispiel Freunde, die sind zusammen, seitdem wir zusammen Erasmus gemacht haben in der Türkei. Ja? Seitdem sind die zusammen. Das sind jetzt, da waren wir 26, ich bin jetzt 41. Seitdem sind die zusammen, ja, und mittlerweile verheiratet, zwei Kinder. Ich grüße euch. Da denke ich mir, nur die haben seitdem niemand weiter gehabt, diese eine Person. Da waren bei mir schon ein paar und ich gehöre noch nicht mal zu den Frauen, die ständig irgendwen haben. Also ich bin sehr viel Single gewesen in meinem Leben, ja. Aber trotzdem ist mal da einmal kennengelernt, da mal geschrieben, den mal getroffen. Und ich denke mir so, nee, ich habe jetzt schon genug Männer so irgendwie in mein Leben gelassen oder nicht in mein Leben gelassen, aber so Kontakt aufgebaut. Und ich will das massiv, also ich will das. Ich will sehr prüfen, wen ich in mein Leben lasse. Also nicht zu sehr mich zu verdichten, aber ich bin jetzt nicht mehr bereit. Ich schreibe mit irgendwem und dann treffen wir uns sofort. Da bin ich nicht mehr bereit, weil meine Zeit ist kostbar und mir ist auch meine Seele, mir ist vor allem meine Seele kostbar. Ja, ich brauche keine weiteren Enttäuschungen und Verletzungen. Und ich fahre mehr so das, oder ich bin jetzt mehr der Typ, dass ich mein Leben lebe, ja, aber ich versuche das aktiv zu gestalten und dass ich auch mal unter Leute komme und auch mal andere Leute sehe und offen zu sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwann wieder jemand vor mir stehen wird. Und dann kann man ja gucken, wo es hinführt, weil was ich für mich auch festgestellt habe, ist, ja, ich bin Single und ja, es wäre schön, eine Partnerschaft zu haben oder vielleicht auch ein Kind zu haben. Aber vielleicht auch nicht. Ja, also meine Freunde, die meisten sind in einer Partnerschaft länger jetzt und auch verheiratet und haben Kinder. Und ja, die führen auch ein schönes Leben, aber ich sehe auch ganz viele Vorteile von meinem Single-Dasein und die Dinge, die ich alle machen kann, die mich sehr erfüllen. Also ich habe das einfach schätzen gelernt und ich weiß gar nicht, ob der Spruch hier drauf ist, aber das ist von der Laura Marlina Seiler, ne? Und da gibt es so die. Habe ich mal einen Kurs bei ihr gemacht, Rise Up and Shine Uni, ja. Und da gibt es so 10 Versprechen. Und ein Versprechen, die sagt man sich dann regelmäßig auf, damit das im System richtig verankert wird. Und ein Satz ist, ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten.
Und es hat tatsächlich was gebracht, dass ich das schon tausendmal wiederholt habe, weil ich doch gemerkt habe, ich bin jemand, dass ich mehr auf das Negative immer gucke. Wobei das auch vom Gehirn und der Natur so angelegt ist, damit wir uns vor Gefahren schützen. Ja, ich versuche aber bewusst meinen Fokus immer auf die Fülle, Lösungen und Möglichkeiten zu lenken. Und das mache ich jetzt auch, was mein Single-Leben angeht. Ich sehe die Fülle und die Möglichkeiten, die ich habe, die ich nicht hätte, wäre ich jetzt Mutter und Ehefrau. Ja, dann wäre mein Tag. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Die 40er sind gefüllt mit Arbeit, Ehefrau sein und Mutter. Punkt. Viel mehr gibt es da nicht. Und bei mir sieht das Leben dann schon anders aus. Ja, klar, ich bin dann allein und dann werde alleine alt. Auch nicht cool, aber noch bin ich ja jung. Und ich schaue dem optimistisch entgegen. Deswegen, ich lebe mein Leben. Ich habe einige Pläne. Ich kann ja vielleicht schon mal ein bisschen was erzählen. Also wie es aussieht, wird bald ein weiterer Garten in mein Leben treten. Und das heißt nicht, dass ich den hier aufgebe, weil ich denke mir auch immer so, es muss gar nicht immer dieses Entweder-Oder sein. Sowohl als auch. Ja? Also es sieht so aus, dass ein neuer Garten in mein Imperium, die Anas Garten bald ja, einzieht. Und da das mit dem Autofahren besser klappt, ist bei mir langsam im Kopf, warum ich nicht mal auf Tour gehe mit Ronja, weil ich remote arbeite. Ja, also sowohl für diesen einen Job, aber auch das YouTube ist halt alles remote. Und mein Auto ist ein kleines, gutes, kompaktes Auto, was auf jeden Fall dafür genutzt werden kann. Und ich auch es unter dem Aspekt gekauft habe, dass ich auch mal eine Tour machen will und nur draußen am See so eine Art campen. Dafür habe ich den schon ausgesucht, dass ich auch so Offroad fahren kann. Und also das schwebt mir so ein bisschen im Kopf, ob ich das nicht mal mache. Und ja, damit wissen wir alle, damit bin ich ausgelastet. Ja, also eigentlich ist es sogar, dass es schwer ist, jemand unterzukriegen. Und ich brauche dann auch wirklich jemand auf Augenhöhe, der, ja, der akzeptiert, ich habe auch mein Leben und ich gebe für den Mann nicht gleich alles auf. Ja, und ich erwarte auch das von dem Mann nicht, dass er sich nach mir richtet, sondern wir sind zwei erwachsene Personen, die sich auf der Augenhöhe hier, begegnen. Und dann muss man gucken, wie man die Leben mischt und wovon man sich vielleicht trennt. Ne? Also ist es natürlich klar, wenn ich einen Partner habe, eigene Wohnung, zwei Gärten, Hund, Jobs, YouTube. Ja, wie soll da ein Mann reinpassen? Da werde ich dann schon was drehen müssen. Ne? Also entweder der Mann steigt bei mir mit ein oder je nachdem, wie das Leben von einem Mann aussieht, muss ich gucken, ob ich mich dann von irgendwas trenne. Aber aktuell ist mein Leben dann sehr voll. Aber auf den neuen Garten freue ich mich schon sehr. Freue ich mich schon sehr. Ja. Das war es erstmal. Also kann euch noch mitgeben, wenn du auch eine Single-Frau bist, genieße das Leben, sei aktiv, finde deine eigenen Interessen, bau dir dein Leben auf und ich bin mir sehr, sehr sicher, irgendwann steht auch bei dir wieder jemand vor der Tür, der, ja, der zu dir passen könnte. Und dann langsam kennenlernen und schauen, wo die Reise hingeht. Und solange das Leben in vollen Zügen mitnehmen. Ja, also man kann auch alleine sehr glücklich sein. Und ich glaube, wenn man gelernt hat, alleine glücklich zu sein und weiß, wer man ist, was einem wichtig ist, und das kann ich jetzt sagen, weiß ich mittlerweile. Also das habe ich mir in den letzten Jahren wirklich aufgebaut. Ich weiß halt, ich bin Typ, einen eigenen Garten zu haben, ist nicht schlecht, aber auch so Touren zu machen mit dem Auto, dann diese kreative Seite, die liebe ich total. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer irgendwo noch eine Finanzanalystin, die auch in diesem Job noch arbeitet und ihr Aktienpaket hat. Ja, also das ist, Beziehung ist ein i-Tüpfelchen und die Partnerschaft sollte, man sollte sich ergänzen, man halten, respektieren, respektieren, Leute, Freunde der Blumen. Ne? Also, ja. In diesem Sinne wünsche ich dir, ja,
dass auch du glücklich bist in dem Hier und Jetzt, wie auch immer dein Leben aussieht. Die Liebe wird immer wieder passieren. Und wenn es mit 50, mit 60, mit 70 ist, wir werden uns immer wieder verlieben. Und da vielleicht auch geduldig sein. Also ich bin dann halt auch jemand, ja, dann bin ich halt 4 Jahre Single, ja. C'est la vie, c'est la vie. Hat es mir geschadet? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit Menschen zu umgeben. Und das habe ich ja. Also ich, sowohl hier in meinem Kleingarten, sowohl auf dem Land, bin ich von relativ vielen Menschen umgeben. Und YouTube verbindet ja auch, dann auch meine andere Arbeit verbindet auch mit anderen Menschen. Und dann kommen ja noch die Freunde dazu, wo wir auch alle wissen, im Erwachsenenalter ist es schwerer, die zu treffen. Und das muss man sich, das sind halt auch Tagesausflüge, ne? Da dranbleiben, die Familie sehen und dann ist man eigentlich, ja, gut ausgefüllt. Naja, ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video vielleicht etwas gebracht. Und wir sehen uns bald wieder. Aber ich habe ja diese kleine Assistentin hier. Nein, du bist ja immer meine Assistentin. Und der heimliche Star bist du. Bist du der heimliche Star, Spatzel? Bist du der heimliche Star? Ich glaube, die Leute gucken nur wegen dir die Videos, oder? Schatz? Gucken die nur wegen dir, wegen der Ronja? Ach, du süßes Baby. Hier Ronjas Notizen, ne? Hat sich notiert, worauf wir achten müssen. Die Chefin. Du bist nämlich die Chefin hier, ne? Spatzel, Spatzel. Ach, du süße Maus. Süße, süße Maus bist du.